In dieser Folge, Freunde, werden wir gemeinsam herausfinden, welche Einwechslungsfähigkeit ich maxen werde. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes. So, und deswegen verlieren wir auch keine Zeit und gehen rüber zu den Schiffen, klicken hier auf Flottenkämpfe und legen gleich los. Wir haben nicht genug Energie, um alle 5 Kämpfe zu machen. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn ich werde einfach noch ein bisschen aufladen. Also, auf geht's. Ihr könnt ja mal ein bisschen spekulieren, ein bisschen überlegen, welche Fähigkeit ihr maxen würdet. Wir haben die Slave One schon gemaxt. Ihr wisst, welche beiden Schiffe ich noch dabei habe neben der Slave One. Nämlich den TIE X1 und Sunfax Schiff. Fives Schiff. Ich mag all diese Schiffe, ich finde die super cool. Und ich muss mich aber für ein Schiff entscheiden. Vielleicht wird es aber auch ein ganz anderes Schiff sein. Ein Schiff, das ich noch gar nicht mit dabei habe, weil es sich noch nicht gelohnt hat. Aber wenn ich die Fähigkeit verbessert habe, hier die Einwechslungsfähigkeit, könnte dieses Schiff plötzlich extrem mächtig werden, so dass es sich lohnt mitzunehmen. Oh, guck mal, ich kann hier endlich die Slave One farmen. Das ist doch awesome. So, da kann ich die nämlich endlich auf 7 Sterne bringen, wenn ich die gezielt farmen kann. Ihr seht, das habe ich schon verbessert. Wenn ich nämlich einen Tank brauche, wechsle ich sie ein. Irgendwann werden wir noch Boba Fett ein bisschen maxen und seine Fähigkeiten hier noch ein bisschen auftunen. Genauso wie, wenn er noch 7 Sterne hat, dann bekommt er auch mehr Lebenspunkte und so. Und momentan sieht das so aus, als würde ich zu einem von diesen Schiffen tendieren. Es könnte aber auch sein, dass ich vielleicht eins von den Schiffen hier oben maxen werde. Lasst euch überraschen, Freunde. Am Ende dieser Episode werdet ihr es erfahren. So, wir klicken hier nochmal auf Auto und genießen die Show. Theoretisch könnten wir noch gemeinsam den ein oder anderen Flotten-Arena-Kampf machen. Ich weiß aber nicht so genau, ob wir das hier machen, weil wir sind schon auf Rang 1. Letzte Episode habe ich uns ja auf Rang 1 gespielt. Und ihr seht hier, der Computer wechselt hier die Slave One zuerst ein. Obwohl es eigentlich gar nicht nötig wäre, Slave One einzuwechseln, sondern eher einen Damage-Dealer zu holen, zum Beispiel Vader. Oh, wir haben zweimal Slave One bekommen, das ist super klasse. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Slave One stark wird, damit wir sie nämlich, bis Hans Uflüge, das ist auch gut. Damit wir sie nämlich, wenn der Computer sie einwechselt, damit wir uns darauf verlassen können, dass sie ordentlich durchschlägt. Weil momentan ist meine Slave One noch ein bisschen squishy. Das bedeutet, sie stirbt ein bisschen zu schnell. Sie geht ein bisschen zu schnell kaputt. Und ich würde gerne daran etwas ändern. Soweit ich weiß, sieht das folgendermaßen aus. Man kann die Verstärkung der Schiffe, welche Schiffe der Computer einwechselt, nicht genau kontrollieren. Also es hängt nicht von der Reihenfolge ab, in welcher Reihenfolge ihr die Schiffe angebt, sondern es hängt davon ab, was der Computer glaubt, was sie gerade braucht. Der Computer sieht, dass wir hier 3 Schiffe haben, aber keines dieser 3 Schiffe ist ein Tank. Also wechselt er die Slave One ein, weil er glaubt, wir brauchen einen Tank. Ich weiß, Sunfax ist ein Tank, er hat aber kein Provozieren auf seinem Kopf und deswegen wechselt er die Slave One ein. Okay, hätten wir schon einen Tank draußen, also ein Schiff mit Provozieren, dann würde er die Slave One gar nicht einwechseln. So, wir laden ein bisschen auf, gehen rein, da wird wahrscheinlich Vader oder Fives einwechseln oder so. So, Freunde, entschuldigt bitte, da ist mir gerade das Spiel abgeschmiert und ich weiß gar nicht so genau, ob wir nicht gerade hier... Ich glaube, wir haben gerade sogar 20 Energie verloren, weil es hier im Ladebildschirm eben gehangen hat und es ging nicht weiter. Und da musste das Spiel neu starten und jetzt waren die 20 Energie weg. Aber gut, auf 20 Energie kommt es nicht an. Wichtig ist, dass wir hier einfach mal aufräumen. Und ich würde sagen, wir pusten hier Todestruppler mit seinem Reaper zuerst weg. So, perfekt. Und dann verpassen wir Vader eine ordentliche Packung geonosianische Power. Und der hier, ja, für den reicht ein ganz normaler Schuss. Und für sowas haben wir 20 Energie verschwendet eben. Also, weiter geht's. Hier rüber. Und wir haben mittlerweile 100 Stück. 100 von diesen Verstärkungsmaterialien. Und wir werden gleich mal sehen, wen wir damit dann verbessern werden. Und vielleicht machen wir noch einen Trupp-Arena-Kampf oder sowas. Ich würde gerne zuerst Biggs wegpusten hier. Ja, da spielt der Computer sogar schon diese Kombination. Dann pusten wir Vader weg. Awesome. Und für den reicht auch wieder ein Schuss. Nein, reicht nicht ganz ein Schuss.
Trotz Entblößt hat nicht gereicht. Aber gut, das war's. Awesome. So, Freunde, in der nächsten Episode werden wir gemeinsam Kapitel 3 machen. Natürlich fange ich da wieder ganz vorne an und dann machen wir wieder alle Kämpfe zusammen. Wie gesagt, ich habe hier mein kleines bisschen geschummelt, weil ich unbedingt diese Teile brauchte. Und hier gibt es dann auch endlich wieder ein paar von diesen goldenen. Ich brauche 20 Stück davon, damit ich unseren Soldaten endlich endgültig maxen kann. Oder nicht endgültig maxen, aber zumindest seine passive Fähigkeit maxen kann. Und danach konzentriere ich mich auf die zwei aktivierten Fähigkeiten, die zwei Fähigkeiten, die man direkt aktivieren kann. So rum. Wir gehen nochmal hier runter auf den Erfolg und ihr seht es hier, wir bekommen drei Splitter zu Darth Vaders Schiff. Das ist super klasse. Und ist hier noch irgendwas? Achso, das können wir auch noch nehmen hier. Okay. Also, wir werden jetzt sehen, welches Schiff ich hier endgültig maxen werde. Ihr seht es hier, ich könnte jetzt eine Fähigkeit direkt auf Stufe 3 bringen. Und es wird, ich kann euch jetzt schon mal sagen, es wird kein Geonosianer sein. Der Grund ist der, ich werde die Geonosianer noch ein Weilchen in der Offensive spielen. Ja, also alle drei in der Startaufstellung spielen. Und dementsprechend macht es keinen Sinn, hier die Einwechslungsfähigkeiten zu verbessern. Noch nicht, ja. Ich werde die trotzdem irgendwann machen, weil es die Werte der Schiffe verstärkt, glaube ich. Aber ich mache es nicht jetzt. Die Slave One ist schon gemaxt. Habe ich deswegen gemacht, weil ich wusste, dass sie ein ganzes Weilchen als Einwechslungsschiff spielen würde, als Reservetank, falls Sunfag mal drauf geht. Beziehungsweise Sunfag ist ja auch kein hundertprozentiger Tank, ja. Zum Beispiel, ihr habt vorhin mal gesehen, oder in der letzten Episode habt ihr gesehen, dass der geonosianische Spion, der Sternjäger des Spions, dass der wenig Lebenspunkte hat. Und es gibt Gegner, die haben keine Buffs und laufen und wären dann in der Lage, unseren Spion anzugreifen. Sunfag kann dann nicht tanken. In so einem Fall würde ich die Slave One einwechseln, um unseren Spion zu beschützen. Okay? Wenn ich aber sehe, dass alle drei Schiffe generell noch bei guter Gesundheit sind, oder wenn ich merke, wir können den Sack zumachen, dann wechsle ich meistens einen krassen Damage Dealer ein. Und dieser krasse Damage Dealer müsste entweder sein Vader oder Kylo Ren unmaskiert, okay? Weil das sind die krassesten Damage-Dealer, die wir haben, die am meisten Sinn machen. Der Imperiale TIE-Jäger macht auch Sinn. Und wenn ich mich aber entscheiden muss zwischen TIE Silencer und TIE X1, dann würde ich Ärzten TIE X1 tendieren, weil der nämlich als imperiales Schiff unter Tarkin um einiges stärker wird. Ihr wisst ja, Vader hat den Vorteil, wenn ich ihn einwechsle, dann macht er zweimal Schaden auch über Zeit auf alle Gegner. Das bedeutet, alle Gegner haben einen Debuff. Und ihr wisst ja, unsere Schiffe kriegen 20% mehr Angriffskraft pro gedebufften Gegner. Okay? Und wenn ich Vader einwechsel, bedeutet das praktisch, jeder Gegner hat safe einen Debuff. Und alle unsere Schiffe sind plötzlich 20, 30, 40% stärker. Bis zu, 20, 40, 60, 80, ne? Und so weiter stärker. Bis zu 100% stärker, weil wenn der Gegner bis zu 5 Schiffe hat, meistens hat der Gegner 2 oder 3 Schiffe. Das heißt, 40 bis 60% mehr Angriffskraft für unser komplettes Team. Vader selbst kriegt sogar den doppelten Wert. Also er kriegt 40% Angriffskraft pro gediebuffte Gegner, weil er ein imperialer Charakter ist. Das heißt, imperiale Charakter machen als Einwechslungsschiffe mehr Sinn für meine aktuelle Aufstellung, als zum Beispiel der TIE Silencer hier, als andere Schiffe. So, Biggs wäre ein super Tank, wäre eine super Alternative für die Slave One. Theoretisch könnte ich Biggs als Tank mitnehmen, also ihn hier auftunen und dann Biggs mitnehmen. Allerdings haben wir schon einen guten Tank mit der Slave One. Beide sind awesome, beide sind gut, aber für Biggs müsste ich jetzt hier 75 von diesen Verstärkungsmaterialien ausgeben, damit er viable wird für mich. Und für die Slave One brauche ich nichts mehr ausgeben, die habe ich ja schon, okay? Deswegen entscheide ich mich zwischen den beiden für die Slave One. Eventuell werde ich irgendwann mal Biggs mitnehmen anstelle von Slave One, weil ich glaube, dass Biggs als Einwechseltank vielleicht sogar ein bisschen besser ist als Slave One. Kann man drüber streiten, wie man das macht, aber wenn ich also wenn ich zum Beispiel zuerst Biggs einwechsel und danach noch Vader einwechsel, ist das schon wieder eine coole Kombination, okay? Jedenfalls tendiere ich, wissen wir, wir haben ein gutes Starter-Team, die drei, und wir haben schon einen Notfall-Tank, okay? Also einen Ersatz-Tank für Sunfag. Jetzt brauchen wir noch einen Ersatz-Damage-Dealer, jemand, der uns hilft, den Sack zuzumachen. Und falls diese beiden draufgehen, falls einer von den beiden draufgeht, ja, um den Druck
aufrechtzuerhalten und oder falls wir eben eh schon gut dabei ist, um den Sack zuzumachen. Und den Sack zumachen, kann Vader verdammt gut. Ich habe ja vorhin erklärt, aufgrund der Tatsache, dass er alle Gegner mit Debuffs belegt und weil er eben ordentlich Damage macht, okay? So, wer auch eine gute Alternative wäre, was auch wichtig ist, wir brauchen ein Schiff, das dazu in der Lage ist, unsere Schiffe, die wir haben, zu beschützen oder zu heilen, okay? Denn es gibt auch mal solche, also situationsbedingte Situationen, ja? Szenarien, die sehr speziell sind. Für spezielle Szenarien habe ich zum Beispiel Fives Schiff mit dabei, weil Fives Schiff ist dazu in der Lage, es ist sehr schnell, ist dazu in der Lage, die Buffs von Gegnern zu entfernen. Ja, also wenn die Gegner Zielerfassung haben, entfernt er alle Buffs. Und außerdem ist er dazu in der Lage, großen Schaden auf alle Gegner anzurichten, die Zielerfassung haben. Ein Beispiel, ich wechsle Vader ein. Vader kontert ein paar Mal, Vader greift ein paar Mal normal an. Sunfair kontert vielleicht noch ein paar Mal. Viele Gegner haben Zielerfassung. Und als das nächste Schiff, das ich einwechsle, ist Fives. Und Fives schickt eine fette Rakete auf alle Gegner und sprengt sie in die Luft. Okay? Oder wenn ich Fives irgendwann einmal komplett aufgetuned habe, ja, also ich mache seine Fähigkeit, ich max seine Fähigkeit, Gegner verlieren 25% Zugleiste. Ihr wisst ja, Gegner, die auf 0% Zugleiste fallen, werden alle Ziele erfasst. Ich heiz die Rakete drauf und das war's. Das Problem ist nur, Fives kann ich eigentlich nur dann effektiv einwechseln, wenn ich weiß, ich kriege die Gegner auf 0% Zugleiste und ich Ziele fasse sie, dann ist seine Rakete extrem mächtig. Falls das aber nicht der Fall ist, dann verlieren die Gegner bloß 25% Zugleiste. Ich habe einen Angreifer, der jetzt nicht so stark ist. Er ist eher ein Tank als ein Angreifer. Und er hilft mir nicht wirklich, den Sack zuzumachen. Klar, er gibt all meinen Schiffen Verteidigung hoch. Ja, aber ich sag mal, wir haben schon einen Tank und das ist die Slave One, also ein Ersatztank. Und wir nehmen ihn mit, weil er situationsbedingt ist, aber er ist so dermaßen situationsbedingt, dass er eher ein Ass im Ärmel ist für bestimmte Situationen, aber er löst nicht unser Problem, dass wir einen krassen Damage-Dealer brauchen. Wer kommt in Frage? Dadurch, dass wir Tarkin als Flottenadmiral spielen, als Kommandeur, eben imperiale Schiffe am besten. Imperiale TIE-Jäger würde tatsächlich Sinn machen, aber noch viel besser ist Vader, weil er eben auf alle Gegner schlechte Statusveränderungen macht. Dazu kommt, unsere Schiffe beschützen kann die Slave One, indem sie tankt. Unsere Schiffe beschützen kann der umbaranische Sternjäger, indem er uns Verteidigung hochgibt. Aber Vader kann unsere Schiffe auch beschützen. Und zwar indem wir nämlich das hier lernen. Senkt 2 Runden lang den Angriffswert aller Gegner. Und diesem Effekt kann nicht ausgewichen werden. Also der Gegner kriegt 3-mal Schaden über Zeit, weil wir das hier gemacht haben. Und er senkt sogar noch den Angriffswert aller Gegner. Und das ist richtig, richtig awesome. Der Grund, warum das so gut ist, ganz einfach. Wenn die Gegner weniger Angriffe haben, machen sie weniger Schaden. Und auf diese Weise beschützt er indirekt unser Team. Und gleichzeitig verstärkt er aber noch unsere Offensive. Also, ihr seht es, es gibt so viele Punkte, die hier für den TIE-X-1 als Einwechslungsschiff sprechen. Deswegen werden wir ihn auch verbessern. TIE-X-1 Nummer 1. Jetzt machen wir 3-mal Schaden über Zeit. Er wird um einiges stärker. Wir gucken mal ganz kurz auf seine Werte. 75.009, also 75.9, 20.4 und 167 und 9.6. Okay, und jetzt den ultimativen Skill. Bam, verbessert. Über 2.000 mit oben drauf. Nicht schlecht, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Und wir sehen es hier, seine Werte haben sich hier nicht verbessert, also wirkt sich das hier nicht auf seine Werte aus. Das macht aber nichts, denn die Tatsache, dass er bis zu 3-mal Schaden über Zeit auf die Gegner macht und die Tatsache, dass er den Angriffswert der Gegner senkt, ist schon absolut enorm, okay? Also Freunde, was ist der Plan für die Zukunft? Wir gehen mal ganz kurz auf die Schiffe und ihr seht hier den Sternjäger des geonosianischen Soldaten. Der Plan für die Zukunft ist, dass wir das hier ganz schnell auf 20 bringen, damit ich diesen Skill hier maxen kann. Das ist ein letzter Skill, den wir noch brauchen, der letzte Skill, den wir noch brauchen für die passiven Fähigkeiten unserer Geonosianer. Dann haben wir alle, und das besagt, dass unsere Geonosianer 10% Präzision kriegen für jeden geonosianischen Verbündeten. Das bedeutet, wenn wir am Anfang 3 Geonosianer draußen haben, haben wir plus 30% mehr Präzision. Das bedeutet, die Chance, dass der Gegner ausweicht, ist 30% reduziert. Also haben wir eine sehr hohe Chance, dass wir auch diesen imperialen TIE-Jäger ordentlich
treffen. Das heißt, wir können ihn ordentlich wegpusten und müssen nicht mehr Rücksicht darauf nehmen oder uns den für später aufheben. Und außerdem machen wir, wenn der Geonosianer hilft, nicht mehr 25% weniger Schaden, so wie aktuell, sondern nur noch 20% weniger Schaden. Das bedeutet, im Prinzip sind seine Unterstützungsangriffe 5% stärker. Zukünftig werden wir dann die zweiten Fähigkeiten, die Crew-Fähigkeiten, werden wir zukünftig dann verbessern. Zum Beispiel das hier, ja. Separatistenangriff, das macht nämlich dann 25% mehr Schaden. Und auch sein normaler Angriff, das werden wir verbessern. Und bei Sunfact beispielsweise werden wir das dann hier auch auftunen. Ich mache es gerade nicht, weil ich es mir noch aufhebe. Auf Stufe 8 kann dem Angriff nicht mehr widerstanden werden. Das hier ist ja schon verbessert. Also Sunfact muss nur noch zweimal das hier erhöhen. Ja, dann haben wir das geschafft. Das sind also 20 goldene, die ich brauche. Für ihn hier brauchen wir dann noch 15. Das macht also 35 goldene, die ich brauche insgesamt. Ich zähle jetzt also das hier nicht mit. Wo ist es? Hier, Entschuldigung. Das hier zähle ich gerade nicht mit. Also wir brauchen noch 35 dann, wenn wir das haben. Und dann gehen wir mal hier rüber. Hierfür brauchen wir auch nochmal 15. Das heißt, wir sind dann bei 50. Und hier nochmal 20, schätze ich mal. Also brauchen wir noch ungefähr 70 von diesen goldenen Teilen. Ja, 70 von diesen Omegas, Schiffs-Omegas. Das bedeutet, wir gehen hier rüber und wir kriegen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Also noch 30 von den Teilen werden wir hier definitiv kriegen. Wir brauchen 70. Das bedeutet also, allein dadurch, dass wir die Flottenkämpfe durchspielen, werden wir nicht alles maxen können. Da muss ich mir also überlegen, was ich maxe. Aber wir kommen zumindest nah ran. Und dann werden wir einfach auf unser Farmglück hoffen müssen. Dass wenn wir zum Beispiel auf normal kämpfen oder so, ne, dass wir dann eben die Dinger farmen. Oder wenn es halt dann eben droppt bei den Herausforderungen hier, ne? Hier. Okay, Freunde, ich werde hier an der Stelle die Episode beenden. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn sie euch gefallen hat. Ich hoffe, das war der Fall. Ihr kennt die Pläne und Vader komplett gemaxed in Action werden wir gemeinsam sehen in der wahrscheinlich übernächsten Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes. Denn die nächste Episode nehme ich jetzt im Anschluss von dieser Episode auf und die übernächste Episode wird wieder ein komplett neuer Tag sein, an dem wir dann auch wieder gemeinsam Flottenarena-Kämpfe machen können. Okay, vielen herzlichen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.